Roses ist eine Popstars-Band, die aus dem Casting-Format Popstars entstand. Sie konnten unzählige Erfolge feiern und sich anfangs der 2000er einen riesen Namen in der Musikindustrie aufbauen. Mit Songs wie I Believe, Do You, Heaven Must Be Missing an Angel stürmte die Gruppe zur damaligen Zeit die Charts und wurden als Superstars gefeiert. Nach knapp 5 Jahren trennte sich die Gruppe und widmete sich Soloprojekten. Heute erfährst du mehr über die Gruppe Roses, den Aufstieg und der Fall. Wir spuren zurück im Jahre 2001, in der Zeit, wo Castingshows gerade am Kommen waren und für extrem viel Aufruhr sorgten. Nachdem das Format ein Jahr davor die No Angels kreiert hatten und diese unerwartet riesige Erfolge feiern konnten, war ganz klar, dieses Format muss ein Jahr danach nochmal am Start gehen und nach einer neuen Band suchen. Mit dem Unterschied, dass diesmal nicht nur eine reine Girlband gesucht wird, sondern es war ganz klar, es muss eine gemixte Band sein. Diesmal konnten sich Frauen sowie Männer bewerben. Jurymitglieder waren diesmal Detlef Desoast, Alex Christensen und Noah So, die später ausgeschieden ist oder besser gesagt hinterher das Format verlassen hatte, weil sie nicht damit zurechtkam, wie man die Kandidaten behandelt hatte. Vorstellung war es, eine Band in Form von den Fugees zu kreieren, eine Band aus R&B und Hip-Hop. Anfang der 2000er war American Hip-Hop und R&B der Shit, zwar angesagt, auf der ganzen Welt. Jeder wollte zu der Zeit wie ein American Superstar aussehen, Black Music war in der Zeit on top. Und deswegen war ganz klar, diese Band muss anders aussehen als die No Angels. No Angels waren eher glamourös, laut, fresh, poppig. Und diese Band sollte ein bisschen das Gegenteil widerspiegeln. Hard, street, realitätsbezogen. So ging man in die Castings und suchte in ganz Deutschland nach neuen Talenten. Es kamen tausende Bewerber und Bewerberinnen, die ihren Traum verwirklichen wollten, vom Musiker werden. Castings fanden statt in Frankfurt, in Köln, in Berlin, in Stuttgart, Hamburg und München. Es lief halt so ab, dass du vom Recall ins Re-Recall gekommen bist und von dort aus dann zur Flughafenshow. Und wenn du es von dort aus geschafft hast, wurden 33 Kandidaten nach Ibiza eingeladen für ein 2-wöchiges Workshop. Dort wurden sie gecoacht, bekamen Tanz- und Gesangstraining, wurden währenddessen aber auch beurteilt und es wurden auch immer Entscheidungen getroffen, so dass einige rausfliegen mussten. Das ganze Format wurde halt auf RTL 2 ausgestrahlt und wurde auch immer sehr spannend von den Fans verfolgt. Nach dem 2-wöchigen Workshop flogen die Kandidaten wieder nach Deutschland zurück und zogen von dort aus in ein Loft nach München. Von 33 Kandidaten blieben 8 übrig und zwischen diesen sollte sich entscheiden, wer in die Band kommt. Damals ging es nicht wirklich viel um Show, es war ja einfach nur eine Sendung, die dokumentiert hat, wie eine Band im Hintergrund zusammengestellt wurde. Und daher war das Finale damals auch nicht spektakulär. Die Finalisten saßen in einem kleinen Raum, da waren gar keine Zuschauer, nur das Kamerateam, die Jury. Dann wurde ihm mitgeteilt, wer in der Band ist und das war's auch schon. Heutzutage brauchst du ja wirklich Feuerwerk, 10.000 Zuschauer, Anrufe und dieser ganze unnötige Kram, unnötiger Geldaufwand und Zeitverschwendung, weil meistens sind diese Stars, die in diesen Formaten gewinnen, nach der ersten Single wieder verschwunden und keiner kennt sie. Zur Band. Die Band bestand aus Ross Anthony, Hila Bronstein, Shane Joyce, Face Magnat, Giovanni Zarella und Indira Weiss. Das waren die 6 Mitglieder der Band. RTL 2 suchte nach Vorschlägen für den Bandnamen. Wurden also einige gesammelt und nachdem genügend zur Verfügung standen, durfte man im Internet zwischen 3 Namen voten. Einmal The Broses, The Gang oder Noobies. Am Ende wurde es Broses, übersetzt Brothers and Sisters, Brüdern und Schwestern. Damals war das so, dass die Band der Sendung, die im Fernsehen ausgestrahlt wurde, einige Wochen voraus war. So konnte die Band sich schon gut vorbereiten. Die durften sich damals draußen nicht zusammen sehen lassen, damit keiner auf die Idee kommt, ach, die beiden könnten in der Band sein, deswegen hängen die gerade zusammen irgendwo rum. Und damals ging das ja noch perfekt. Du hattest kein Social Media, du hattest kein Instagram, kein Facebook. Konnte man das Ganze gut geheim halten. Heute würde das gar nicht mehr funktionieren. Die Band hatte also Zeit, so herauszufinden, wie man als Sechsergruppe performt, stimmlich miteinander zu harmonieren, zu lernen, wie man sich gegenseitig vertraut und die Persönlichkeit des einen oder anderen besser kennenzulernen. Am 13. November 2001 wurde die Band 300 Journalisten vorgestellt. Come on.
Menschen im Club Stars performte die Band drei Singles, I Believe, Do You und Gimme Some Lovin'. Zwei erste Auftritte in der Öffentlichkeit. Die Journalisten waren vom ersten Auftritt der Band begeistert und waren sich sicher, diese Gruppe wird die No Angels definitiv schlagen. Und hier muss ich kurz eingrätschen, ich verstehe nicht, warum man diese beiden Gruppen immer versucht hat, gegeneinander aufzuspielen. Weil genau da beginnt auch immer der Druck und das wird sich im Laufe der Karriere von Brosis hinterher auch zeigen. Warum muss man immer genau das erreichen, was die andere Gruppe hat, oder warum muss man diese andere Gruppe direkt übertreffen? Weil wenn man so denkt, freut man sich auch nicht mehr über die kleinen Erfolge und kann die kleinen Erfolge gar nicht mehr genießen. Am 1. Dezember 2001 performte die Gruppe dann das erste Mal vor einer riesigen Fanmasse bei The Dome in der Kieler Ostseehalle. Vor 14.000 Fans. Die Single I Believe wurde vorgestellt, die Fans kreischten, freuten sich und waren total begeistert von ihren Superstars. Das war aber auch das letzte Mal, dass das Team von RTL 2 die Band im Rahmen der Sendung Popstars begleitete. Ab hier musste die Band ohne die Sendung weitermachen. Zu Beginn ihrer Karriere konnten sie genau an dieselben Erfolge der No Angels anknüpfen. Ist ja klar, die Sendung ist gerade on top und die ganze Medienpräsenz dient natürlich dazu, dass die erste Single, das erste Album ein Hype bekommt. Die erste Single I Believe wurde am 10. Dezember 2001 veröffentlicht und konnte bereits in der ersten Woche über 800.000 Verkäufe einholen. Somit schlug die erste Single von Brosis die erste Single der No Angels. Allein in Deutschland verkaufte sich die Single über 1,5 Millionen Mal und bekam Gold- und Platin-Auszeichnungen. Damit wurde I Believe zur bisher erfolgreichsten deutschen Newcomer-Veröffentlichung in Deutschland. Am 28. Januar 2002 veröffentlichten sie dann ihr erstes Debütalbum Never Forget Great Where You Come From. Und dieser war ebenfalls ein riesiger Erfolg. Es schoss sofort in Deutschland, in Österreich auf Platz 1 und in der Schweiz auf Platz 6. Für das Album bekamen sie in Deutschland 2 Platin-Auszeichnungen, Gold in Österreich, Gold in der Schweiz. Sie gewannen unzählige Preise wie den Top of the Pop Award, Bambi, Komet, Bravo Ocho, Radio Song und einige andere. Zunächst einmal muss ich sagen, talentierte Gruppe, talentierte Sänger, talentierte Künstler. Aber nachdem man die No Angels schon gesehen hatte, wusste man ganz genau, okay, die nächste Gruppe, die kommen wird, die müsste dann auch ungefähr so denselben Erfolg hinkriegen anfangs, weil du hattest schon ein Formular. Bei den Angels war das wirklich so, die sind ins kalte Wasser gesprungen und wussten nicht, worauf sie sich einlassen. Weder Produzenten, Management noch Label wussten, was daraus entstehen wird. Sie haben ja nicht mal mit dem Erfolg gerechnet. Bei Bros war es aber schon so, man wusste ungefähr, wie man vorgehen muss, um diesen Effekt zu erzielen an Verkäufen, an Preisen und etc. Für die Gruppe war es einfach nur so, ihr müsst gut aussehen, ihr müsst ein bisschen singen, ihr müsst tanzen. Natürlich hart arbeiten, es erfordert harte Arbeiten, das möchte ich auch gar nicht runterziehen. Aber die Formel wurde schon so gut vorgelegt, dass man wusste, die nächste Gruppe wird erfolgreich werden und deswegen war es auch dem Casting-Format wichtig, dass man schnell nach den No Angels direkt die nächste Band kreiert. Insgesamt veröffentlichten Brosis für ihr erstes Album 5 Singles, unter anderem Do You, Heaven Must Be an Angel, Hard Temptation und The Gift. Alle Singles konnten sich in die Top 10 der deutschen Media Control Charts platzieren. Außer The Gift, es landete auf Platz 16 der deutschen Charts, aber für mich war es so gesehen auch ein Erfolg gewesen. Yeah.
Ging Brosis mit der Gruppe Old Town auf Tour. Sie waren der Opening Act für einige Clubshows. Daraufhin tourten sie mit der Never Forget Tour durch über 20 Städte durch Deutschland, Österreich und Schweiz. Zurückgekommen fingen sie sofort an einem zweiten Album zu arbeiten. Sie tüftelten und bastelten an einem zweiten Album. Die erste Single für das zweite Album war Oh No Never Stop. Diese landete in Deutschland auf Platz 7 und in Österreich und der Schweiz auf Platz 24 und Platz 66. Da fing es schon ein bisschen an, da fingen die Medien an, die Gruppe ein bisschen eine Frage zu stellen und fragten sich, ob sie wirklich an den Erfolg ihrer Vorgänger wirklich festhalten können. Das ist immer lustig, am Anfang sind die Medien diejenigen, die dich so hypen und am Ende sind es diejenigen, die dich anfangen runterzudrücken. Am 9. Mai 2003 wurde bekannt gegeben, dass Indira die Gruppe verlassen wird und sowas ist kurz vor Albumveröffentlichung immer der absolute Killer. Die Fans waren total empört und das Bild der schönen, zusammenhaltenden Familie war zerbrochen. Laut Indiras Aussagen konnte sie sich nicht mit dem Musikstil der Gruppe identifizieren. Das waren ihre Worte. Wir hatten musikalisch einfach unterschiedliche Ansichten. Das wurde bei der Aufnahme zum zweiten Album ganz deutlich. Ich sah Brosis mehr in der Ecke von I Believe. Ein klassisches Popbild, der ja auch unser größter Hit war. Die anderen wollten mehr in die Hip-Hop- und R&B-Ecke. Ich sehe uns einfach nicht als credible R&B-Gruppe und ich fand es dementsprechend nicht cool, dass die Choreografie darauf ausgerichtet war. Laut dem Band dann gab es wohl einige Unstimmigkeiten und Indira hatte wohl einige Interviews gemacht oder beziehungsweise ein Interview bei TV Total, wo sie die der Band irgendwie nicht gepasst haben und daraufhin wurde dann abgestimmt, ob Indira in der Gruppe bleiben soll oder nicht und die Mehrheit hat sich halt dafür entschieden, dass sie hier rausgeschmissen wird. Einige Jahre nach Brosis veröffentlichte Ross seine Biografie und darin erklärte er, dass es wohl zwischen den Frauen in der Band Reibereien gab, vor allen Dingen aber auch wegen einem FHM-Fotoshooting. Hila und Indira hatten wohl ein Termin für ein Fotoshooting und beide haben es auch gemacht. Hinterher hat Indira aber noch ein zweites Shooting insgeheim gemacht und als die Fotos dann auf dem Magazin veröffentlicht wurden, konnte man Indira irgendwie auf der halben Seite sehen und von Lila war nur ein ganz kleines Bild zu sehen und das reizte die Spannung zwischen den beiden noch mehr. Abgesehen davon nahm Indira nicht immer alle Auftritte und Termine wahr. Die kam hin und wieder mit Ausreden wie ich bin krank oder mir wurde der Weisheitszahn gezogen und etc. Das führte dann am Ende des Tages seiner Meinung nach zu absolut
absoluten Trennung. Die 5 verbliebenen Mitglieder beschlossen aber trotzdem weiterzumachen und veröffentlichten das Album Days of Your Lives am 13. Mai 2013. Das Album platzierte sich auf Platz 10 der deutschen Album-Media-Charts und bekam gemischte Kritik. Im Gegensatz zum ersten Album hörte sich dieses Album schon eher etwas poppiger an und einige der Gruppenmitglieder erzählten auch nach der Broses-Zeit, dass sie nicht zu 100% hinter dem zweiten Album standen. Nach der Veröffentlichung folgte eine kleine Tour. Die zweite Single für das Album war VIP und diese platzierte sich auf Platz 19 der deutschen Charts. Album wurden noch 2 Singles veröffentlicht. Für das erste Album wurden 5 Singles veröffentlicht, was zeigt, dass die Plattenfirma das Album nicht mehr richtig promotet hat. Das Ding ist ja immer, umso mehr das Label an dich glaubt, umso mehr pushen die dich auch. Und mit dem zweiten Album konnte man deutlich sehen, dass die Begeisterung, die für das erste Album noch da war, mit dem zweiten Album allmählich abnahm. Natürlich hängt das von mehreren Faktoren ab. Hast die Sendung nicht mehr im Rücken, die einen Großteil der Promotion ausgemacht hat. Auf der anderen Seite gibt es ein Jahr danach schon wieder die neue Band, die vom Popstars kreiert wird und die gerade die ganze Aufmerksamkeit bekommt. Und dann kommt der schlimmste Faktor. Du wirst immer noch mit den No Angels verglichen, die ja wirklich praktisch mit jedem Album noch größer wurden, noch besser. Jede Single wurde stärker. Selbst als Jessica schwanger wurde und die Gruppe verließ, ging es immer noch extrem bergauf für die Band. Und das sieht natürlich das Label und denkt sich, okay, das ist doch vielleicht nicht das Wahre. Wenn dein Team anfängt, den Glauben an dich zu verlieren, dann kannst du die beste Musik produzieren, die es auf dieser Erde gibt, weil das Team ist genauso wichtig wie der Musiker selbst. Nach einer längeren Chartpause kam dann Broses im November 2003 zurück in Form der TV Allstars. Dort wurde ein Christmas-Song von Popstars-Gewinnern Deutschland sucht den Superstar und Star Search-Kandidaten aufgenommen. Do You Know It's Christmas? Das Lied wurde von Bad Eyed gecovert und war bereits schon 1984 auf Platz 3 der deutschen Single-Charts. Die TV Allstars-Single wurde ein Hit und dafür bekam die Gruppe eine Goldauszeichnung und eine Goldauszeichnung für das dazugehörige Album. Daraufhin tourte Broses mit den Popstars-Gewinnern Overground und Preluders durch verschiedene Städte in Deutschland und stellten im Rahmen dieser Popstars-Tour einige neue Lieder des dritten Albums vor. Am 29. März 2004 erschien die Single You Build Me Up, die erste Single zum dritten Album. And it's a riot and-
Album nahm sich die Band fest vor, aus dem Popstars-Image zu verschwinden und einfach eine ganz neue musikalische Identität anzunehmen. Weil die Band wurde an sich nie wirklich akzeptiert, sie wurden nie respektiert und wurden auch nicht regelmäßig im Radio gespielt, weil sie einfach eine Casting-Band war. Und mit dem dritten Album wollten sie einfach kreative Kontrolle übernehmen und sich wie Künstler fühlen und das machen, was sie lieben. Das Album sollte wieder mehr in die R&B-Soul-Richtung gehen und wurde sehr stark inspiriert von Feist und Shaham. You Build Me Up stieg auf Platz 20 der deutschen Single-Charts ein und war die einzige offizielle Single, die für dieses Album veröffentlicht wurde. Make Up Your Mind war eine weitere Single, die für das Album veröffentlicht wurde, aber diese war nie eine offizielle Single. Dafür wurde ein Video gemacht und das diente einfach nur zu Promotion-Zweck. Meiner Meinung nach ist das beste Lied von Broses. I'm sick and tired of chasing one-night stands with different faces. Been there, done that, and tasted. Now I'm wanting you. So say these things, they won't last longer. And now I'm wanting something stronger. Please, girl, don't make it harder. I gotta be with you. Just make your move. I can't wait forever. There's nothing to lose. It's my won't ever. I need it now. Let's get together. Insane all the problems that we create. The state we are in. Come again. Enough time, you're not giving me. Should have been plenty. Slow down, better come no. Better not can't be. So make up your mind, I'm running out of time. Boy, well I gotta decline. You got to make August 2004 veröffentlicht und platzierte sich auf Platz 24 der deutschen Albumcharts. Es war das einzige Album, was sich nicht mehr in der Österreich und in der Schweiz platzieren konnte. Eigentlich war für Herbst 2004 eine Cartoon-Serie für Broses geplant worden, aber dadurch, dass die Verkaufszahlen des letzten Albums so schlecht waren, wurde diese Cartoon-Serie nie veröffentlicht. Mit dem mangelnden Erfolg machte sich auch immer mehr schlechte Stimmung in der Band breit. Ross Anthony erklärte zum Beispiel in seiner Biografie, dass Healer immer mehr zum Mittelpunkt der Band wurde. Zeitschriften und Medien ihn immer verärgerten, wenn er Überschriften sah wie Healer und ihre Männer. Giovanni erklärte zum Beispiel, dass zum Schluss die Stimmung nicht mehr schön war, viel Missgunst, Vorwürfe, Neid, dass ihm gesagt wurde, dass er sich viel zu wenig Mühe gebe und andere Dinge, die halt während so Ego-Trips auftauchen. In einer Band ist es immer wichtig, dass du eine außenstehende Person hast, die eine Kontrolle oder ein Auge für alle hat. Eine Person, die nicht in der Band ist, aber gleichzeitig den Ausgleich in der Band bringt, weil sonst kann das Ganze nicht funktionieren. Er kommt aus 5 verschiedenen Orten, weil jede Stadt, jedes Bundesland hat nochmal seinen eigenen Stil. Ich meine, in Berlin sind die Menschen anders als in NRW, in NRW sind die Menschen anders als in Bayern. Man braucht halt wirklich Menschen, die dabei helfen, diese innere Mitte zu finden, sonst wird es am Ende eskalieren. Meistens ist es dem Label egal, wie ihr euch versteht, Hauptsache es funktioniert von außen. Und wenn die innere Mitte in einer Band gestört ist, dann könnt ihr es von außen verstecken, wie ihr wollt. Irgendwann wird der Faden platzen, es wird nicht mehr gehen. Das hat man ja auch bislang schon an tausenden internationalen Bands gesehen. Durch den mangelnden Erfolg des dritten Albums wurde der Plattenvertrag nicht mehr verlängert. Ende 2004 wurde Broses gedroppt. Sie absolvierten dann nochmal hier und da einige Live-Auftritte und es wurde immer ruhiger um die Band. In der Zeit versuchten die Bandmitglieder an Soloprojekten zu arbeiten. Im August 2005 absolvierten Broses zum vorerst letzten Mal ihren letzten Live-Auftritt. Der Plan war eigentlich, dass die Band für ein paar Monate eine kreative Pause einlegt, sich um ihre Soloprojekte kümmert und sich Anfang 2006 zusammentrifft und über die Zukunft der Band spricht. Das ist aber niemals passiert und somit gab es nie ein offizielles Ende der Band Broses.
Nachdem einige Jahre vergangen waren, kamen 2008 wieder so kleine Gerüchte vom Comeback auf. Giovanni und Ross konnten sich das beide sehr gut vorstellen, die anderen Mitglieder jedoch eher weniger. Die Gruppe hatte dann nochmal im Jahr 2008 einen Auftritt bei der ultimativen Chartshow und nach dem Auftritt sprachen alle Mitglieder nochmal über ein möglichen Comeback, aber sie entschieden sich relativ schnell, das Ganze sein zu lassen und einfach als eine Erfolgsgeschichte so stehen zu lassen, wie sie ist und es nicht kaputt zu machen durch ein Comeback. Heute sind die Mitglieder von Brosis alle solo unterwegs, die einen in der Musikbranche und andere wiederum haben neue Branchen gefunden, in denen sie heute erfolgreich tätig sind. Indira war nach dem Ausstieg bei Brosis in mehreren TV-Produktionen mit zu sehen, zum einen in Reality-TV-Shows und in einigen Serien. Sie hat irgendwann mal ihr eigenes Label gegründet, ist mittlerweile Jurastudentin und in der Immobilienbranche tätig. Sie ist auch diejenige, die hin und wieder mal über ein Brosis-Comeback spricht, also sie hätte nichts dagegen und äußert sich auch oft sehr positiv dazu und betont sogar oft, dass sie die Zeit bei Brosis vermisst. Shareham hat sich komplett aus der Musikbranche zurückgezogen, beziehungsweise singt zwar noch in einer Band, aber etwas kleineren Band namens Empire Statement. Er ist verheiratet, hat mittlerweile 2 Kinder und ist stolzer Besitzer einer Espresso-Bar mit eigener Rösterei in Hamburg. Meiner Meinung nach hatte Shareham die außergewöhnlichste Stimme in der Band. Er wollte damals zu der Zeit immer mehr als Rapper abgestempelt werden, aber ich finde, seine Stimme war krasser. Ein talentierter Sänger, der einen Ton besitzt, den nicht viele Menschen haben. Die hübsche Hila hat sich nach Brosis noch als Songwriterin hier und da ausprobiert und ist bis heute noch als Songwriterin tätig. Ich habe irgendwo gelesen, dass sie auch nebenbei als Stewardess arbeitet. Ob das zu 100% stimmt, kann ich nicht sagen, aber so stand es zumindest in einigen Quellen drin. Er hatte damals auch mit einigen Rappern Songs aufgenommen gehabt, zum Beispiel Curse, aber abgesehen davon hört man am wenigsten von ihr, man sieht sie kaum, sie ist auch auf Social Media nicht präsent und daher weiß man kaum was von Hila. Hila war übrigens mit Feis eine Zeit lang zusammen, während der Bandphase, und ich glaube, da gab es auch hin und wieder mal richtig Zoff, vor allen Dingen, wenn man jung ist, in einer Band zusammen ist, geht das, glaube ich, nie richtig gut. Feis ist nach der Brosis-Zeit der Musik treu geblieben und hat dauerhaft an der Musik gearbeitet, Alben rausgebracht, mit Coverbands zusammengearbeitet und veröffentlicht bis heute noch einige Solo-Projekte. Hat aber auch mit sehr vielen Rappern zusammengearbeitet, von Azad, Moses Pelham, hat Intros für gewisse Werbespots eingesungen und um ehrlich zu sein, war Feis auch der talentierteste Sänger von Brosis. Alle haben irgendwas mitgebracht, aber meistens hat er die starken Parts raushauen musste. Der Ausgleich zwischen Endira, Hila und Feistimme war immer perfekt ausgeglichen. Das hört man zum Beispiel perfekt bei Heaven Must Be Missing an Angel. Ross Anthony ist mittlerweile im Medienbereich sehr etabliert und hat sich eine riesen Fanlandschaft aufgebaut. Ist irgendwo irgendwie mal oft als Moderator tätig, macht hier und da in irgendwelchen Reality-Formaten mit, wurde 2008 zum Dschungelkönig gekürt. 2011 saß er sogar als Jurymitglied bei Popstars. Er ist heute mittlerweile Schlagersänger, erfolgreicher Schlagersänger und ist weiterhin den Medien treu geblieben. Giovanni Zarella ist in sehr vielen Bereichen aufgegangen und sehr erfolgreich unterwegs. Reality-Show als Musiker, als Moderator, er hat seine eigenen Sendungen, zum Beispiel die Giovanni Zarella Show bei CDF, die er seit letztes Jahr übernommen hat. Als Solokünstler hat er auch schon Platin-Auszeichnungen, Gold bekommen, ist auf Platz 1 mit Alben gegangen und hat sich wirklich einen Namen machen können. Brosis gehört zu einer der erfolgreichsten Popstars-Bands, die es gegeben hat. Sie haben insgesamt 4 Millionen Platten verkauft und gehören, glaube ich, mit Monroes und No Angels zu den erfolgreichsten Popstars-Gewinnern, die es gab. Ich denke, wenn eine Band ein Comeback starten sollte, da sind es wirklich nur die 3 Bands. Bei den No Angels ist es ja sehr gut gelungen. Ich denke, wenn sie das vom Team her, also Management, Label, alles richtig machen würden, dann würde das hundertprozentig sehr gut funktionieren, weil sie sind ja bis heute noch alle sehr relevant. Und wir leben ja mittlerweile in dieser Nostalgiezeit, wo alle diese Kindheitserinnerungen haben, wo Musik von früher einfach wieder sehr angesagt ist. Also wenn die schon zurückkommen, dann dürfen die nicht einfach so lahmarschig da stehen. Die müssen diese Choreo und alles wieder reinbringen, weil das weckt halt einfach Erinnerungen für die meisten. Und so ist es am besten, damit es funktioniert. Ich persönlich denke, das Konzept Brosis hätte weiterhin geklappt. Nur die Plattenfirma hat erwartet, dass Brosis genau das bringt, was die No Angels bringen. Und das hat das Ganze zerstört. Und dadurch entstanden dann diese Unstimmigkeiten, dieser Druck ist dadurch entstanden. Und natürlich denkt man sich dann, wenn das mit der Gruppe vorbei ist, was ist mit meinem Arsch? Was soll ich da machen? Ich habe ja keine andere Option außer die Gruppe. Das ist das Traurige an diesen Formaten. Es geht einfach nur darum, eine Zeit lang mit diesem Künstler Geld zu machen und diese Künstler dann wie eine heiße Kartoffel wegzuwerfen. So nach dem Motto, du bist jetzt angesagt, jetzt mache ich mit dir Geld, wir sind Freunde und wenn du out bist, ist jemand anderes in, dann kannst du dich verpissen. Deshalb bauen sich die meisten damit auch keine Stabilität auf. Du bist zwar bei den Bambis und bei den ganzen Award-Shows, du kriegst Preise, du gewinnst hier und da
coverst, du hast Auftritte, hast Tausende von Fans, aber das ist nur für eine kurze Zeit lang. Wenn du nicht mehr angesagt bist, dann bist du wieder bei Null. Und es ist dann so, als ob du dieses Leben nie gehabt hättest. Genau deswegen sind manchmal Independent-Künstler besser dran. Klar, Major-Deal ist groß, weil die haben die Maschinen, die haben das Sagen, die haben das Geld und die können dich überall promoten, aber wenn die dich fallen lassen, bist du wieder bei Null. Und ein Indie-Artist, der muss das alles von Anfang an alleine machen, der lernt von der Straße. Wenn sich ein Indie-Artist Fans aufbaut, dann sind das meistens Fans, die bleiben. Ein Major-Artist hat Fans, solange er angesagt ist. Wenn diese Person nicht mehr angesagt ist, nicht mehr in den Charts präsent ist, dann suchen sich diese Fans neue Leute. Einige werden bleiben, die meisten werden gehen. Deswegen ist es wichtig, ein gutes Team zu haben. Deswegen ist es wichtig, einen Überblick über alles zu haben, was du tust und was du machst. So, ganz ehrlich, du kannst doch nicht von Broses erwarten, dass sie mit jedem Album auf Platz 1 landen. Manch anderer wäre deren Karriere jetzt vielleicht ein Failure, aber für meiner Meinung nach hatten die riesen Erfolge mit jedem Album, mit allen Singles hatten die wirklich sehr viel Erfolg. Eine Aretha Franklin ist mit ihren ersten 5 Alben nie gechartet und ihr Label hat sie trotzdem immer weiter gepusht. Nur deswegen ist sie später eine Legende geworden. Ein Bob Marley hat zu seiner Zeit nicht überall Platz 1 geholt. Der Mann, kein Album von ihm ist jemals auf Platz 1 weltweit gelandet. Seine ersten 4 Alben sind noch nicht mal irgendwo gechartet. Und guck mal, wie heute alle seine Musik feiern. Selbst die neue Generation feiert die Musik immer noch, als ob sie gestern rausgekommen wäre. Tina Turner, genau dasselbe. Nina Simone hat zu ihrer Zeit erstmal kaum Platten verkauft, ist immer in den älteren Chartsplatzierungen in Amerika gewesen. Platz 139, 110, 158. Und trotzdem kennt sie jeder richtige Musikfan. Jeder, der Musik kennt, weiß, wer Nina Simone ist. Bekanntesten internationalen Rapper von Kendrick Lamar zu Adele, jeder kennt Nina Simone. Feiert ihre Lyrik, ihre Denkweise und ihre Musik. Das ist das Traurige, dass man immer diesen jungen Talenten das Gefühl gibt, ihr habt es jetzt geschafft, ihr habt ausgesorgt. So, nach kurzer Zeit kümmert sich keiner mehr um sie, weil es schon neue Leute gibt oder neue Talente. Und all die Versprechen, die vorher gemacht worden sind, werden nicht mehr eingehalten. Natürlich kannst du jemand nicht Platz 1 versprechen oder dass du der bekannteste und der erfolgreichste Künstler wirst, aber dass man zumindest versucht, Stabilität für den Künstler aufzubauen, damit der Künstler von etwas leben kann, auch wenn die Zeit vorbei ist, dass man stabil dasteht. Das ist ja bei vielen amerikanischen Künstlern auch so, dass sie Geld kriegen, dass sie dieses Geld irgendwie rein investieren und dass sie dann später damit leben können. Ist halt nicht bei allen so, aber das ist die logische Abfolgerung. Ob Broses wieder irgendwann ein Comeback starten wird, das weiß keiner. Ich könnte es mir vorstellen, weil es würde Sinn machen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Dazu müssen halt die Bandmitglieder bereit sein, alle nochmal mitzumachen. Es würde auf jeden Fall Sinn machen, weil sie sich nie offiziell verabschiedet haben und weil sie gerade an einem Punkt sind, wo sie einfach genug über das Business wissen, genug Lebenserfahrung haben, um das Ganze richtig durchzuziehen. Und das beste Broses-Lied meiner Meinung nach oder die besten Lieder sind Make Up Your Mind und You Build Me Up. Für diese Doku habe ich mir halt die Zeit genommen, alle 3 Alben durchzuhören und ich muss sagen, das letzte Album ist wirklich das stärkste Album geworden. Man hört einfach den Wachstum heraus und es unterscheidet sich von den anderen beiden Alben nochmal ein bisschen. Ich denke, mit der richtigen Promotion hätte man da auf jeden Fall noch mehr machen können. Auf jeden Fall hoffe ich, dass das Video dir gefallen hat. Wenn ja, dann hinterlass mir einen Daumen nach oben. In der Infobox findest du weitere Videos von Popstars-Bands wie No Angels und Monroes. Klicke auf eins der beiden drauf, damit du mehr über sie erfährst.